So, meine Freunde, hier mal eine erste Grundaufnahme von meinem werdenden Shaker. Der wird mit Halbüberdachung, wie bei dem Hanstein's Commander. Und dennoch werde ich ihn ganz eigen gestalten. Ihr seht es ja, ein riesen schräg gestelltes Plafond. Dafür habe ich meinen Traumflug geopfert. Und das fährt sich so gut. Nur Überschläge kriege ich mit den Gondeln nicht hin. Es ist von der Drehzahl her unmöglich. Die Gondeln sind auch einzeln drehbar, die Gondelkreuzer. Und auch beides zusammen. Ihr seht da, es kommt ganz gut. Ich habe dafür drei alte Platten zerschnitten in, ich nenne es mal Lego-Pizza-Stücke. Die Überdachung, das ganze Deko und der Name kommt noch. Einzelfahrt. Und die Gondeln habe ich so, sind jeweils nur ein Sitz zur Gondel. Größer ist das, ich sag mal, ist nicht möglich, in meinem technischen Maßstab das noch größer zu bauen.